Kriselt es bei Eric und Desiree? Der ehemalige Handballstar und Reality-TV-Held Eric Sindermann, 35, schwebt eigentlich mit seiner Liebsten, der Strangersens, Berühmtheit Desiree Hansen, auf Wolke 7. Doch trotz ihrer Liebe sind sie sich über ein wichtiges Thema noch nicht einig. Kinder. Eric gesteht, dass Kinder für ihn und Desiree ein bisschen schwierig sind, da ihre Zukunftsvorstellungen unterschiedlich sind. Aber Eric hat klare Vorstellungen, in den nächsten 10 Jahren möchte er gerne noch 2 weitere Kinder haben. Für ihn ist Familie das Allerwichtigste und es ist wichtig, den Stammbaum zu vergrößern, betont der 35-Jährige. Desiree sieht das etwas anders. Sie hat bereits einen Sohn, der aus dem Gröbsten raus ist, und fühlt sich nicht unbedingt danach, noch mehr Kinder zu bekommen. Aber sie ist bereit, Eric gehen zu lassen, wenn er wirklich den Wunsch nach eigenen Kindern verspürt. Wie wird sich das Paar entscheiden? Bleibt dran, um herauszufinden, ob die Liebe stark genug ist, um diese Herausforderung zu überwinden.